Weiter geht's in der Halloween Special Quest Reihe The Meowling, aka das miauende Tier. Und wir haben jetzt eine kleine Reise hinter uns. Wir waren bei Madame Roger, haben Deputy Andy besucht, haben seine drei in der Kindheit von seinem Vater ertränkte Katzenbabys gefunden. Die waren entsprechend sauer. Waren wieder hier zurück in dem Anwesen, haben Hinweise gefunden, den Schlüssel gefunden zur Gruft und jetzt geht es hier weiter. Und oh ja. Wunderbar. Oh, eine tolle Zeichnung. Da überlegt man nur schwarz und weiß. Jetzt gibt man noch die Farbe hinzu. Ja. Nur schwärzer und noch weißer. Ja, und ich muss meine Schande sagen, ich habe bei der Secret World habe ich diese Halloween Special Quest nicht gemacht. Also falls es die schon auch damals gab, was ich vermute, ja, ist das jetzt für mich auch komplettes Neuland. Oh, Falle. Ah. Hallo? Oh, Stufe 50? Nee. Okay, Untersuchung wird schwierig. Stufe 50 ist ja auch noch. Okay, Rennen ist meine beste Möglichkeit erstmal. Aber ich komme auch nicht so einfach an ihm vorbei. Ne? Oh doch. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen unter diesen Bedingungen noch das ganze Wissen untersuchen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wie mies. Das muss man timen. Okay. Ich lasse den Karsten und nehme schnell auf. Okay. Scheiße. Ist so übel. Ich hoffe, dieses Wissen kann ich mir dann nachher nochmal in Ruhe durchlesen. Das könnte mein Tod bedeuten. Nee. Geht noch. Annapurna. 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 Ich weiß, wo Annapurna ist. Annapurna ist. Annapurna ist in London. Ja, es muss in London sein. Ich erinnere mich nämlich noch gut daran, dass ich. Zu The Secret World damals sogar ziemlich viel Zeit in den Städten verbracht habe, darunter natürlich auch in London, und da gibt es einen Laden, der heißt Annapurna, und das fand ich so bezeichnend oder so interessant auch, weil es damals als The Secret World neu war und ich erst auch so gemerkt habe, was so alles noch drin steckt an Details, fand ich es halt einfach schon so bezeichnend, dass den Namen eben eines Gebirges im Himalaya hat. Okay, da gehen wir hin, aber zuallererst gucken wir mal, was denn überhaupt im Journal so mit drin ist. Wir sind Astralkörper, ja, und nicht nur im Tod. Zerreißen des Schleiers, Gesang, das hier sind Notizen, okay. Wir feiern den Ritus in den alten Wäldern, auf dem alte Geister heimisch sind. Wir erwecken Siabras Hauch. Zerreißenden Schleier jenseits unter unseres Schlafs. Wir, die Scythe aus den Hügeln der Tiefe. Die Scythe, ich glaube, die Scythe sind, ich glaube, sie stammen den irischen Legenden und sind im Grunde genommen nichts anderes als Elfen und Feen. Wobei Elfen und Feen in den irischen Mythologien alles andere sind als jetzt nur friedliebende Wesen. Oder schöne, friedliebende, naturverbundene Wesen, sondern sind häufig eher auch eher grausame oder bösartige, verschlagene Wesen. Intelligent zwar, mächtig, aber nicht unbedingt gut für einen Menschen in der Begegnung. Und wenn sich zu Samhain, sprich zur Halloween-Zeit,
wenn sich da der Schleier oder die Barriere ins Reich der Toten und ins Reich der Geister, wenn diese Barriere fällt und offen ist, dann kann es passieren, dass ihr in das Reich der Seif, ich meine, es sind Seif, ich bin nicht sicher, korrigiert mich, falls es falsch ist, aber ins Reich der Feen auf jeden Fall gelangen kann, und zwar durch Hügel. Das wird dir auch angezeigt. Ja, wir wollen nach London reisen. Ja, und das fand ich schon immer sehr interessant, dass es diese irischen Mythologien rund um Feen und Elfen, vor allem was sich hier durch alle möglichen Geschichten zieht, ist der Umstand, dass es erst, wenn ihr da reinkommt in dieses Land der Elfen, das Reich der Elfen, und es auch für euch wunderschön ist, was gar fataler ist, weil ihr dann ja weniger später zurück wollt, dass da halt eben die Zeit ganz anders vergeht. Und wenn ihr dort nur Stunden dort seid, dann vergehen Jahre in der echten Welt. Und es kann sein, dass ich, wenn ihr dann tagelang in so einer Elfenwelt seid, dann kann es sein, dass alle eure Freunde und Familien, alle, die ihr kennt, nicht mehr leben. Weil ihr einfach schon viel zu lange weg wart. Ihr selbst altert aber nicht. Also nicht in der Zeit, in der ihr in diesem Elfenreich seid. So, check mir mal die Karte. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo der Laden genau war. Aber sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Ja. Da wird so angezeigt. Missionsziel mit dem alten Joseph reden. Ah, ich glaube nicht, das ist was anderes, oder? Kurzer Check. Questlogs sind echt heftig stellenweise. Ja, das ist Dämmerung einer endlosen Nacht, okay. Wir müssen einfach Annapurna suchen. Und da wir hier überall Läden haben, klappern wir jetzt einfach mal die Läden hier ab. Ist Werf dabei? Nein, ist er nicht. Wir rufen jetzt aber den Astralhund. Ich gehe mal auf gut Glück jetzt einfach hier entlang. Haiti-Markt. Oh, Tacos, Burritos, Hot Dogs. Alles Dinge, die ich jetzt in meinem aktuellen Zustand nicht essen kann. Wie grausam. Da, Annapurna. Da ist er. Mehr Informationen über Siabras Hauch herausfinden. Ja, hack mir doch gleich meinen Laptop. Passwort eingeben oder mit Hint Passwort Hinweis erhalten. Ja, Hint bitte. Beste Oliven aller Zeiten. Beste Oliven aller Zeiten? Wie soll ich denn das verstehen? Beste Oliven aller Zeiten. Ich esse zwar gerne Oliven, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was die besten Oliven aller Zeiten sind. Okay, checken wir mal aus, nochmal, was wir im Journal haben. Denn sie hatte ja Notizen oder Markierungen. Wir sind Astralkörper, Ketzer. Sophobernstein, Winterskog, Irrlichtwald, Lieferanten bei Angapurna Zeit für einen Besuch ins. Okay. In Europa, ja. Wir wecken Siabras Hauch. Keine Ahnung. Die besten Oliven aller Zeiten. Vielleicht finden wir hier einen Hinweis. Vielleicht was, was sie hier verkaufen. Wenn die diese Oliven so toll findet, dann verkauft sie vielleicht solche Oliven. Schließlich gibt es hier diverses Gemüsekram. Diverses Gemüsekram. Das ist Oliven? Was steht dort? Dailies? Was steht da? Dailies? Alles, ne. Ich hoffe, die finden wir irgendwo vorne nochmal. Ah ja. Ja, Davy. Davy E-E-S. Davies. Und Olive. Okay.
Davy-EES, würde ich sagen. Da steht es, glaube ich, drauf. Davy-EES. Tatsächlich. Okay. Mischungen interessieren uns. Siabras Hauch, da ist es. Frische Samen, die gekaut wurden auf dem Weg zur Zerstörung von Boadicea. Zu gleichen Teilen gemischt mit den beruhigenden Blättern einer Valeriana und einem Anteil Whittleloof. Erzeugt beim Verbrennen einen dichten, beruhigenden Rauch. Erste Zutat finden, zweite Zutat finden, dritte Zutat finden. Okay. Ja, checken wir mal Lieferanten. Also, was war das jetzt alles? Ich gucke nochmal, dass ich nochmal zurückgehe. Wobei, kann ich vielleicht. Gibt es irgendetwas? Ich will gucken, ob irgendeiner der Lieferanten. Ah, hier Mischungen. Na gut, da komme ich noch auf die Mischungen zurück. Gucken wir nochmal. Erzeugt beim Verbrennen einen dichten, beruhigenden Rauch. Okay, ich soll drei Zutaten finden. Sechs sind es. Ne, fünf sind es. Ne, meistens drei. Ne, eigentlich nicht. Okay, nochmal. Ja, ja, hier unten. Machen wir. Frische Samen, die gekaut wurden auf dem Weg zur Zerstörung. Zu gleichen Teilen gemischt mit den beruhigenden. Okay. Ich notiere es hier auch nochmal. Den Rest hier kann ich löschen. Samen. Gekaut. Auf dem Weg. Das verstehe ich. Zu. Von. Boadicea. Muss ich vielleicht im Ingame-Browser mal suchen, was Boadicea überhaupt ist. Valeriana. Sag mal. Ah, ich kann hier kein Enter reinpacken. Ja, super. Valeriana-Blätter. Und einem Anteil Whittleloof. Und Anteil Whittleloof. Okay. Ja, das bringt mir nichts. Okay, ich guck mal trotzdem noch, was die anderen Sachen sind. 5 Gewürzepulver. Ein Stiel des Atemerfrischers aus der Han-Dynastie, wie jedes Horn des achtzackigen Sterns der Erde, genau 13 leicht geröstete Pappen. Okay, das ist ein bisschen zu heftig. Ich hoffe ja, sie hat das alles hier, diese Zutaten. Die ist auch ein Ritual zum Zerreißen des Schleiers. Erwähnen ein Pulver oder einen Trank, der etwas mit einem Ort namens Annapurna umbahn vor Toren, Gräbern und Göttern. Die feinen Ritus in den alten Wäldern, auf dem alte Geister heimisch sind. Wir wecken Siabras Hauch, zerreißenden Schleier, jenseits unseres Schlafs. Okay. Drei Zutaten und sie hat ja oben drei Notizen. Sopobernstein, Finterskog, Irrlichtwald. Das passt. Das passt für mich. Ich hatte mich gefragt, was bringen mir die Notizen? Und ich denke, das sind die Orte. Und ich hatte mir auch schon überlegt, dass da natürlich irgendwo, dass das irgendwo verteilt liegen muss, dass die jeweiligen Zutaten an drei verschiedenen Orten liegen. Und das wäre natürlich ein Weg. Irrlichtwald war. Was? Irrlichtwald war, glaube ich, in Blue Mountains. So, Pomanstein. Ja, wir reisen mal einfach hin. Ist eine coole Quest bisher. Also, coole Questreihe. Macht echt Spaß. Und
Und ja, ich hoffe, sie verändert sich nicht und wird nochmal irgendwie ewig lang. Aber gucken wir mal. Also macht natürlich Spaß, aber mir sitzt natürlich auch gleichzeitig die Zeit im Nacken. Ah ne, hier ist nicht der Irrlichtwald. Dann ist der Irrlichtwald an der Savage Coast, glaube ich. Wobei, gucken wir nochmal. Ich meine, hier gibt es auch Irrlichter. Aber schauen wir nochmal genau auf die Zeichnung. Sapobanstein, ich schreibe es hier auf. In der Blocknote ist einfacher. Sapobanstein, Winterskog, Irrlichtwald. Okay. Ja, wir feiern den Ritus in den alten Wäldern, auf dem alte Geister heimisch sind. Wir erwecken Siabras Hauch. Zerreißenden Schleier jenseits unseres Schlafs. Wir, die 2000 Hügel der Tiefe. Es ist schade, dass ich hier die Dings nicht wechseln kann. Winterskog und Sopobanstein. Suche es nach Namen, die ja irgendwie passen oder auch eben. Genau, das hier ist ein Steinkreis, den ich hier markiert hatte. Der sehr auffällig war, aber heißt vielleicht nichts. Und aber ich finde vielleicht noch Informationen über Sopobanstein, Winterskog in Erfolge und Legenden. Und wenn nicht, werde ich ihn nach Savage Coast gehen, dass man den ersten Hinweis folgen. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, aber ich gucke dann einfach mal im Irrlichtwald. So, jetzt gucken wir mal. Erfolge, Legenden, Solomon Island. Mythen und Legenden, aber nicht viel. Das ist aus der Quest, aus dem Dungeon, Liga der Monsterjäger. Interessante Orte. Ne, es ist auch nicht viel. Der Nebel, aktuelle Ereignisse, nein. Global. Völker. Okay, dann reisen wir erstmal zum Irrlichtwald. Ich hoffe, er war noch in Savage Coast und ich täusche mich nicht und der Wald ist gar nicht wirklich benannt. Ich muss ihn erst wieder ausmachen. Dann ist er dann doch in Blue Mountains. Ich meine, das war ja auch in der Savage Coast, dass es da auch Irrlichter gab. Und zwar irgendwo im Südwesten. Und grasen wir die Karte generell ab. Ne, es ist nicht. Doch, da hier. Winterskog. Winterskog Woods. Wunderbar. Yes. Das passt also. Diese drei Orte stimmen überein mit den drei Zutaten. Wir finden die Zutaten jeweils dann an diesen Orten. Okay. Wunderbar. Schon mal gut zu wissen, dass man da nicht komplett im Dunkeln fischt oder im Trüben fischt. Dann dass zumindest mal der Ansatz stimmt. So. Jetzt müssen wir herausfinden, welche Art von Pflanze wir dort finden. Winterskogwald. Aber irgendwas wird ja gelb aufleuchten. Pilze? Nee.
Ich kann ruhig ein paar zusammenpullen, das ist. Da liegt doch was. Ja, da reicht der geringe Levelsunterschied gut aus. Verwiestes Bein. Das habe ich bereits, ja, fürs Museum, glaube ich. Super. Zu früh gefreut. Also was auch immer hier wächst, es scheint nicht in Massen hier vorzuliegen. Aber ich sehe halt auch nicht so viel. Ich sehe die Pilze und diese braunen Pilze. Und das war es eigentlich bisher. Ich hatte es ja aufgeschrieben. So, Probernstein, Winterskog, Irrlichtwald. Samen, Oerdicea-Samen, Valerianerblätter und Anteil Whitloaf. Was auch immer Whitloaf genau ist. Okay. Da, das könnte vielleicht was sein. Ich glaube, den Pilzen bin ich noch nicht begegnet. Nein. Aber nichts. Hier komme ich aus dem Wald raus. So, ich reite mal einfach ab. Gegner sind hier eh relativ schwach mittlerweile. Kann man die ruhig auch zusammenpullen. Das hier. Steinschale. Bitte. Ne, es scheint kein zu sein, weil ich wurde unterbrochen. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es könnte später wichtig werden. Machen wir eine Kartenmarkierung. Steinschale. Okay. Ja, macht nichts. Jetzt in dieser Episode sind wir noch ein gutes Stück weiter gekommen. Drei Zutaten müssen wir finden. Wir sind zumindest mal am richtigen Ort. Das muss der richtige Ort sein. Für eine der Zutaten, welche auch immer das sein mag. Die werden wir weiter suchen. Und witzig ist, dass die Katze hier. Ah, es ist nicht meine Katze. Aber die Katze hier. Gräbt. Und ich glaube, die Katzen sind auch immer in irgendeiner Art und Weise Hinweisgeber. Okay. In der nächsten Episode versuchen wir die Zutaten zu finden und auch weiterzukommen in der Questreihe. Die miauende Katze, aka dem Miauling. Ich hoffe, ihr seid dabei und findet es mindestens genauso spannend wie ich. Ich mag dieses Rätsel suchen, Rätsel raten und erforschen. Sie kann es benutzen. Ich guck mal, was sie macht. Ah, sie scheint schon die Zutaten zu haben. Okay. Ja. Ich hoffe, wir kommen auch an diesen Punkt. Und zwar bevor dieses Halloween zu Ende ist. Und danke euch fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal.